Herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Freitag, den 21.07.2017. Wir blicken auf einen durchaus bärischen Handelstag zurück. Bislang die amerikanischen Indizes, allen voran hier der Dow Jones, relativ stark unterwegs vom Allzeithoch, ja, keine 150 Punkte entfernt. Aktuell ein bisschen seitwärts eiernd über der Tages-EMA20, also über dem Monatsdurchschnitt hier. Der SP auch relativ trendstabil. Wir hatten drei Szenarien bzw. drei Handelsoptionen hier vorgestellt. Entweder kommt es zu einem Ausbruch, weil das wusste man ja zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, 2452 Punkte. Und sollte er abknicken, zu dem Zeitpunkt, wo er hier noch an diesem potenziellen Hoch eierte, hatte ich vorgeschlagen, dann also entweder hier aus Long zu kaufen bei der 2369 und 2330. Sollte er da unten gar nicht hinkommen, sondern nach oben ausbrechen, bietet sich der Long Scalp an. Gut, jetzt nicht die Welt, 25 Punkte ist jetzt auch nicht gerade kriegsentscheidend, aber besser als nichts, weil ich meine, er hat letztendlich hier nichts gemacht, er hätte auch tiefer gehen können. Und somit war es doch okay, abzuwarten, bis er entweder unten reingeht oder oben rausbricht. Ist doch akzeptabel, was das angeht. Ähm, Gleiches galt und gilt auch für den Dow Jones. Wenn man unbedingt nochmal günstig rein will, dann bietet sich hier die Zone rund um 20.850 Punkten an. Da aus der tieferen Reaktion, aus dem tieferen Retracement, wäre ja nichts verloren. Hier am 61.8. bzw. 76.4. Retracement reinzugehen. Also, in einem normalen Trend äh, schadet das ja nicht, wenn der Markt mal ein bisschen zurückgeht. 76er fehlt hier und abgesehen davon muss das gestrichelt. So, und da haben wir das 76 er Retracement. Das tut ja keinem Trend weh. Es kommt immer mal wieder Zurücksetzer oder Zurücksetzer an einem Trend. Das haben wir auch hier gesehen. Sehr, sehr schön, wenn man das Ganze nochmal so aufarbeiten will. Nehmen wir mal an, das, was hier passiert ist, würde in dem Fall auch hier passieren, dann wäre das überhaupt nicht schlimm in der Form. Daher gilt für den Dow Jones entweder tief aus der Reaktion heraus, aber gegenwärtig ist er noch als Bullish zu werten. Er eiert hier immer wieder an der 21.460er Marke Long herum. Naja, und wenn der Markt hier oben ausbrechen kann, bietet sich die nächste Long-Option. Die europäischen Aktien wesentlich schwächer. Der Eurostoxx ist hier weiterhin in einem abwärts geneigten Trendmuster. Und hat hier noch nicht das letzte Hoch überwinden können. Gegenwärtig ist also hier durchaus noch ein Kursziel von 3375 Punkten möglich. Ausgehend von diesem Support erwarte ich dann steigende Kurse. Wichtig ist, dass der Stundentrend dann hier dreht. Gleiches gilt im DAX. Übergeordnet hatte er ja hier oben eine bullische Konsolidierung gebrochen. Und das sind die Phasen, die eben wichtig sind, weil in der Praxis heißt es immer so schön, ja, wenn er ausbricht, dann geht es weiter long. Ja, nur der Punkt ist, er kann halt einfach auch mal oft die äh, bullischen Ausbrüche einkassieren und wenn er dann auf der gegenüberliegenden Seite bricht, nämlich hier unten, dann hast du in der Regel Action. Das heißt, ein dreiwelliges Marktmuster hinsichtlich der Wave-Theorie, also der Elliott-Wellen-Theorie. Es ist so, dass sich der Markt hier noch bis rund 12.030 Punkten Vollziehen sollte und ab da wird es dann für eine Long-Position interessant. Das ist also letztendlich ein ähnliches Szenario wie im Eurostox. Genau, dann zum Thema Merk. Hier durchaus merklich, schlechter Wortwitz, unter Druck. Aber nichtsdestotrotz muss man ja sagen, aus der übergeordneten Perspektive gibt es hier durchaus nichts zu beanstanden. Aktuell wurde das letzte Hoch kurz überwunden. Und dann prallt er daran ab. Auch hier wird die Aktie noch mal sehr interessant aus den tieferen Retracements heraus, aus dem 61,8er bei 86 bis 87 Euro. SUB Plus haben wir hier auch sehr, sehr schön oder Zo Plus, je nachdem wie man es aussprechen möchte, haben wir hier auch noch mal aus der Reaktion heraus. Das sind eben die Gründe, warum ich hier in solchen Phasen nicht mehr kaufe. Hier, hier und auch hier. Weil eben Rückschläge drohen in einem Trend, sind diese Rückschläge die sogenannten Reaktionen, ja, die Antworten auf die Impulse. Ein Impuls ist dynamisch und drückt nach oben oder zumindest in eine Richtung, gibt es ja auch im Bärischen, also nach unten. Und die Reaktion ist so ein bisschen die Antwort auf dieses Marktverhalten. Wir sehen also deutlich die Impulsivität hier mit den letzten Tiefs ausgehend von 112 bis 105 Euro. Danach relativ steife Sequenz. Kann man jetzt Impulse oder Bewegung nennen, je nachdem, welcher Schule man angehört. Und mit dem untergeordneten Ausbruch, das sieht man dann hier, wo der Markt ganz klar abriss, also wo der Seitwärtstrend gebrochen wurde. Da sieht man dann, da setzte sich hier mit dem, mit dem Bruch ein deutliches Momentum fort. Und jetzt läuft auf Tagesbasis die Reaktion. Und wird eben jetzt hier vor allem dann nochmal auf Wochenbasis relevant aus dem Bereich von 127,16. Merk ähm, hatten wir bereits, genau zu Plus. talangs habe ich mir noch aufgeschrieben, ist ein schöner Short-Kandidat. Gegenwärtig eiert er hier an der ganz wichtigen Oszilli Oszillationsmarke 32,50. Markt ist kurzfristig hier oben rausgelüpft. Hat aber dieses hoch nicht halten können, wurde sofort abverkauft. Das ist ein bärisches Zeichen, wenn er so also einen Ausbruch direkt einkassiert. Und diese Marke ist nicht ganz unbedeutend, wie man hier in diesem etwas längerfristigen H4-Chart sieht. Das bedeutet von der Konzeption her wäre ein Short Trade unter 32,40 relevant mit einem Kursziel von 30,70. Also hier aus übergeordneter Perspektive durchaus nochmal die Möglichkeit bis hierhin zu shorten. Alternative wäre natürlich auch, man lässt den Kurs komplett short in Ruhe. Das wäre eine Scalping-Variante. Wenn man sagt, aber der übergeordnete Trend ist hier noch dominierend, kann man diese aussparen, ist vielleicht auch die sichere Variante und dann hier unten kaufen. Auf Wochenbasis ist das ja ein attraktives Level und das ist letztendlich hier keine, keine schlechte Option. Ähm, jetzt ist die Times- und Sales-Liste schon aufgebraucht, aber gut, am, äh, Kommentar am Rande nur. Ja, das heißt, hier, hier wäre dann nochmal langfristig ein Long. Das heißt, äh, der Short hat nur einen kurzfristigen Charakter. Es handelt sich hier vermutlich um ein großes, äh, fünffälliges Marktmuster. Die dritte Welle scheint sich jetzt hier erstmal zu zu, abzureagieren. Also die vierte Welle läuft gerade. Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, sehr impulsiv. Dann hier die Reaktion. Und dann sollte nochmal eine Welle kommen, die ähnlich stark ist wie die erste. Das heißt, je nachdem, wo der Impuls startet, sollte der Markt dann in den Bereich von 36, 60 bis 38 Euro ansteigen. Also erstmal abwärts, dann allerdings der Anstieg und das vor allem bei 30 Euro. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.